Frau von Schnurrbein, wenn wir über Erziehung und Schule reden, da fällt ja auch das Wort Othering. Für unsere ZuschauerInnen, die das nicht kennen, können Sie es kurz erklären, was das ist und wie wichtig es ist? Ja, das Othering ist im Sinne, dass man Menschen als etwas anderes betrachtet und immer ein Wir und die daraus macht. Und ich glaube, das ist letztendlich sehr tief in Bezug auf vieles, was einfach anders ist als wir selber. Aber gerade wenn man, wenn es ums Judentum geht, gibt es, also wir haben gerade 1700 Jahre Juden in Deutschland gefeiert. Und dennoch wissen wir, dass das Wissen über das Judentum ganz gering ist. Wir haben in einer Umfrage unter Europäern herausgefunden, dass nur 3% der Europäer sagen, ich fühle mich sehr gut informiert über das Judentum, und 70% sagen, ich weiß gar nichts. Und ich glaube, dass das mit ein Problem ist, wenn wir Juden als das andere wahrnehmen, obwohl sie halt Deutsche sind, ja, und obwohl die Unterschiede ja wirklich nur in Bezug auf manche Feiertage zum Beispiel sind, bestimmte Art und Weise, wie man gegebenenfalls seine Kultur oder seine Religion lebt. Aber ansonsten haben wir viel mehr gemeinsam, als uns trennt. Und das wird, glaube ich, oft so nicht wahrgenommen. Es wird ja auch, und das merkt man auch in der öffentlichen Debatte oft, dass die Juden wahrgenommen werden als was Fremdes, was sozusagen gerade hier neu hergekommen ist. Und das ist, glaube ich, eine der Grundprobleme, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa sind. Ja? Dass die Art und Weise, wie wir das Judentum sehen, schon ein etwas Fremdes angeblich sein soll. Es hat natürlich damit zu tun, auch heute, dass die jüdischen Gemeinden als Reaktion als Konsequenz der Shoah in Europa klein sind und in Deutschland ja gar nicht so sehr, aber dennoch im Vergleich zu dem, was immer an Erwartungen gestellt wird, ja, gerade wenn es dann zum Beispiel um persönliche Begegnungen geht, dann ist es eben nicht so einfach. Und deswegen glaube ich, dass es im Bildungsbereich wichtig ist, da auch andere Möglichkeiten zu haben. Die persönliche Begegnung, da bin ich mit Herrn Streibel völlig eins, ist immer noch das Wichtigste und Beste, aber es ist nicht immer möglich. Es gibt gute Initiativen, zum Beispiel, dass jüdische SchülerInnen in Schulen gehen, um zu erzählen, wie sie ihr Judentum leben. In manchen Fällen ist es dann zum Beispiel ein religiöser, ein säkularer. Ja, das ist, glaube ich, zum Beispiel auch die Diversität des Judentums darzustellen, ist ganz wichtig, um zu zeigen, das ist ähnlich divers wie die Gesellschaft sonst. Und dass dann da auch alle Fragen gestellt werden können und nichts tabu ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und eine Sache möchte ich aber auch noch sagen: Wir können nicht alles nur auf die Bildung schieben. Also ich habe das, was ich weiß über das Judentum und über die Shoah und so, letztendlich zu Hause mitgekriegt. Ja, natürlich auch in der Schule. Aber da ist auch eine Anfrage auch an die breitere Gesellschaft. Gerade wenn wir eine immer vielfältigere Gesellschaft haben und Menschen haben, die zum Zeitpunkt der Shoah noch gar nicht in Deutschland waren, die also keinen Bezug dazu haben. Da muss in einer Weise das Wissen über die Shoah und über das, was es für Deutschland, für Europa bedeutet, ähnlich vermittelt werden, wie wir über die Französische Revolution lernen. Ja? Es ist ein Wissen, was zu den Grundbegriffen gehört, um dann auch vorzubeugen, dass
junge Menschen, wenn sie auf TikTok Videos, Snap-Videos sehen, aus dem jemand aus der Dusche kommt und sagt, ach, gerade komme ich aus Auschwitz, wie gut, dass ich es überlebt habe, dass es verbreitet wird, weil keiner mehr weiß, worum es da wirklich geht. Ja? Und das, denke ich, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Man kann es nicht nur den Schulen überlassen. Die Schulen haben eine Schlüsselrolle, aber letztendlich geht es viel breiter und es geht auch um Integration, dass wenn Menschen nach Deutschland kommen und Deutsche werden wollen, dass es dazugehört, über jüdisches Leben und öffentliches jüdisches Leben Bescheid zu wissen, das zu akzeptieren, über die Shoah informiert zu werden und darüber zu lernen. Und das gehört dazu, das hat der Bundespräsident in einer 3. Oktober-Rede, ich glaube, es war 2017, sehr eindrücklich gesagt, ja. Man kann, wenn man Deutscher werden will, nicht sagen, das ist deine Geschichte, nicht meine. Ich glaube, das ist eine der Schlüssel, um das Wissen auch über die Shoah weiterzutragen, was immer noch ein wichtiges Element ist, um Vorurteilen vorzubeugen. Herr Dr. Schuster, jetzt haben wir ja gerade über eine Gruppe von Menschen geredet, die noch keine gefestigte Meinung hat. Das sind die Kinder. Natürlich gibt es erwachsene Menschen, die schon eine feste Meinung seit Jahren, seit Jahrzehnten haben, ein wirklich negatives Bild von den Juden. Glauben Sie, dass man diese Menschen, ich sage jetzt mal salopp, drehen kann, dass das Bild positiv wird? Ich sage mal als Stichwort ganz ehrlich, bei diesen Corona-Leugnern, ich glaube, oder Impfgegnern, was man auch immer macht, die sind so schwer zu drehen. Was glauben Sie, ob man das machen kann und wie? Also ich glaube, weil Sie das Thema angesprochen haben, Corona-Leugner, ganz schwierig, Impfgegner, Impfverweigerer, da sehe ich schon, da sollte man nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt Menschen, die in ihren Augen auch hehre Gründe haben, warum sie sich nicht impfen lassen. Ich kann mich den Gründen im Regelfall nicht anschließen, aber das steht auf einem anderen Blatt, die aber nicht einfach auch aus antisemitischen Motiven dies so von sich geben. Das Problem ist, dass in dieser Szene sich antidemokratische rechtsextreme Kreise hineingemischt haben und aufmischen und hier das Ihrige tun. Die Frage ist, wie kann ich einen Menschen, der ein antidemokratisches Weltbild hat, und das ist, darunter ziehe ich nicht alle Corona-Leugner, da will ich nicht falsch oder missverstanden werden. Aber wenn jemand tief im Innersten antisemitisch eingestellt ist, wird man ihn mit Bildung, mit Vorträgen, mit Fernsehsendungen, mit Radiosendungen, glaube ich, nicht bekehren können. Trotz allem, und das ist, glaube ich, wichtig, und das ist das Wesentliche dieses Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, dass mit einer ganzen Menge von Veranstaltungen quer durchs Land, auch auf dem Land, nicht nur in der Stadt, durch die Medien, sei es die privaten Fernsehsender, die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, doch eine ganze Menge von Judentum auch vermittelt wird. Und ich glaube, klarer wird, dass Juden eben nicht plötzlich 1933 vom Himmel gefallen sind und 1945 aus besagten Gründen oder bekannten Gründen wieder weg waren. Und ansonsten gab es keine Juden und gibt es heute keine Juden. Genau diese Punkte werden in diesem Festjahr angesprochen und ein Interesse wird geweckt. Und ich glaube, dass es zumindest dadurch gelingt, Gleichgültige in eine Richtung zum Teil in eine Richtung zu bekommen, die sie doch resistenter gegen antisemitische Vorurteile macht.